ist repaired and everything. Moog, meine Moogie-Babys, ja, die sind gerade bei meinem Gynäkologen in Nürnberg, bei Rudi Linhardt, alle drei, meine beiden alten Mini-Moogs und der Memory-Moog, die werden da auf Vordermann gebracht, alles aufgerissen, dann da drin rumgewühlt. Die Technik ist eigentlich total in Ordnung, aber die Tastenkontakte sind über die Jahre, man muss ja daran denken, dass die ja mindestens also 35 Jahre alt sind, außer der Memory-Moog, der ist aus den frühen 80ern. Was ist der jetzt so 20, 25 Jahre alt? Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber auf der Bühne in der Lorelei, da hatte ich keinen. Was sind das für ein Vieh? Diese englischen Fliegen, die sind da widerlich. Aufdringlich. Nee, hatte ich kein Gerät, was später als die 80er war. Da waren also der große Wave, ist auch Ende der 80er oder Mitte der 80er sogar. Dann den Emu-Sampler. Mit der Wahnsinnskapazität von 128 MB. Heute jeder drüber lacht, kann er nicht mal sein Programm starten mit. Aber damals war das der Rolls Royce, der Sampler. Und dann, wie sagt der Minimoog? Der war aber nicht meiner. Den habe ich mir von dem Georg Stettner geliehen. Das war der Voyager, Moog Voyager oben. Den habe ich aber nicht gespielt. Aber ansonsten so Moog, den EMS, den ich ja immer dabei habe. Und dann den JD800 da. Und dann meine alten Delays da, die haben wir auch übrigens, die haben wir nicht hier mit ins Studio gebracht, weil diese Delays hatten die nicht mehr. Das sind uralte Dinger von Roland auch, so, aber die sind die einzigen Dinger, die klingen wie ein Tape-Delay, wirklich. Und die hatten wir dann noch, naja, meine Moogs, die sind jetzt also gerade, wo ich hier bin, werden die also durch und durch sauber gemacht und die Tasten, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ich rauche nicht mehr. Das heißt also, die Tasten, die gelben Nikotintasten bleiben dann auch weiß. Das war wahnsinnig. Ich habe dann, als wir auf der Lorelei waren, die Leute haben da dann aufgehört, hier meine Techniker. Und die Leute von dem Kamerateam kamen dann und ich habe das erstmal so bei Tageslicht gesehen. Ich sage, Mann, sahen die aus. Bei mir im Studio ist es ja ein bisschen schummerig. Sieht man das nicht so? Die Tasten, die sahen aus, als ob die da wirklich echt ein Aschenbecher waren. So was kannst du dir vorher sagen. Ja, Gott sei Dank hat meine Techniker haben das noch vorher poliert, dass das nicht auf Video kommt. Ne? Aber ich meine, so richtig sauber nicht. Aber der Lindert hat gesagt, er hat ein spezielles Ding, um die Tasten wieder weiß zu kriegen und so. Der war natürlich völlig erschlagen, als er hörte, dass ich nicht mehr rauche, weil letztes Mal, als er die kriegte, da wusste er ja schon, was auf ihn zukommt. Und meinte, du rauchst jetzt nicht mehr? Da meinst du die Tasten? Weil ich sage, die bleiben jetzt so sauber. Naja, und da ich ja jetzt öfters wieder auf Tour gehe, habe ich dann gesagt, komm, also, ob er Zeit hätte, hat er eigentlich nicht gehabt, aber weil wir uns so gut kennen, hat er gesagt, oh, komm, ich schieb dich da irgendwie zwischen. Habe ich alle drei dahin gegeben und jetzt werden die gemacht. Ihr habt das vielleicht auf der Bühne auch gehört, dass das manchmal so die ging so. Ne? Das sind nämlich genau die Kontakte vom Moog, die nicht mehr korrekt waren. Und deshalb ist das eben halt, auch weil ich ja spät gespielt habe, habt ihr ja theoretisch auch gemerkt, dass er manchmal out of tune war. So. Aber das ist eben halt, wenn die Lightshow anging, dann ging der Ton hoch. Wenn das außen kam, der kalte Wind etwas, war ja kühl die Nacht, müssen wir ja zugeben. Geht der Ton gleich nach unten so, aber auf der anderen Seite hast du dafür natürlich auch einen richtig geilen Sound da von dem Teil und dann nehme ich das lieber in Kauf und ein bisschen Detuning, naja, das macht, der müsste dann einfach akzeptieren, aber das ist bei dem Gerät und man kann zwar natürlich einen Voyager spielen, jetzt mache ich mir natürlich die Nachfahren vom Robert zum Feind sein, der Voyager ist aber zu glatt, das ist nicht ein richtiger Moog. Jetzt haben sie zwar die Oldschool-Version, weil das wahrscheinlich einige Leute gesagt haben, gemacht, den Voyager OS, aber habe ich noch nicht gehört, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, der richtige, der Voyager mit dem ganzen MIDI, mit Sound speichern und die Matrix da, wo du dann über das Filter kannst und so, er ist zu glatt, für mich jedenfalls. Ich mag mehr das Rauer. Außerdem, das sind Kollegen, die mich seit 35 Jahren begleiten und die müssen natürlich jetzt bei. Und die werden auch froh sein, jetzt sind sie, wie gesagt, in Kur und da werden sie wieder flott gemacht. Und dann kommen sie, wenn ich jetzt zurückkomme aus England, sind die wahrscheinlich auch wieder zu Hause. Die Jungs stehen an einem Studio und warten. Tja, ja, mit dem Moog.